So, meine Damen und Herren, Tagchen, Tagchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier bei Fleischhammer TV. Wir sind dabei, dieses Haus hier zu looten. Und das werden wir jetzt auch tun. Immer auf der Suche nach dem einen oder anderen. Sag mal, gibt es hier jetzt auch eine Idee, wie man da rein soll? Soll ich das so machen? So. Und jetzt bin ich oben. Und dann? Hier. Ah ja. So. Schaut's auch raus. Und hallo, so. Looten können wir gleich. Looten können wir gleich. Jetzt schrecken wir die ganzen Zombies immer auf. Dann nehmen wir die Schicht auseinander hier. Da ist halt gut, ja. Hier liegt da bestimmt noch einer. Hier liegt einer rumbidum. So, und hier. Jetzt weiter. Ist das der einzige Zugang zu dem? Aber mal, das werden wir gleich sehen. Ich glaube, nee, da ist eine Tür. Meine ich. Richtig. Ja. Genau. Ach, die habe ich jetzt übersehen. Ja, gut. Guck mal. Da freut der allgemeine Zuschauer sich, wenn der Fleischer mal hier den Kram mitnimmt. So. Habt ihr das gesehen? Aus Müll. Da lohnt sich ja fast mal das nächste Mal ein Punkt in Dead Eye. Mach gute Poor Damage. Poor Rifles. Nee, nicht Rifles. Pistol Pete hier. Pumpel Pete. Wie hieß er denn? Ganzlinger. Da mache ich zumindest bessere Pistolen. Wir heben den mir den auf. Ich überleg's mir. So, wir gehen mal ganz kurz runter und holen noch den Loot, der da unten liegt. Da kann ich gleich mal auspacken. Weil das wird jetzt spannend. Jedenfalls ein Stück weit. Habe ich den Turret noch immer nachladen. So. Hallo. Oh, nicht schlecht. Oh mein Gott. Ich guck hier erstmal rum. Turret macht den Scheiß. Sieht hier auch mal, wie der Bunker aussieht, hier im Allgemeinen. Hier können wir noch ein paar Dings mitnehmen, das ist cool. Ah ja. Okay. 7000 Punkte. Ich habe keinen Bock, über diese Dings da oben zu gehen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Deswegen machen wir den jetzt einfach kaputt. Also auf der rechten Seite, wo wir gerade schon drin waren, ist so eine Art Parcours. Habe ich aber keinen Bock drauf. So habe ich nämlich einen besseren Ausweg auch noch zusätzlich. Je nachdem. Ehrlich? Oh, tschüss. Okay. Danke. Noch Dings hier. Ja, man kommt halt hier raus. Okay. Schiedegal.
Dann gehst du hier rüber und dann kannst du hier oben Glück. Ja, hier kannst du weiter. Turret lasse ich erstmal kurz unten. Ach komm. Alle Blumen, scheiße. Was soll ich damit? Wobei eigentlich der Kram ist mir jetzt nicht mal wichtig hier. Eigentlich Quatsch. Den brauche ich gar nicht. Den nehmen wir noch mit hier. Den noch. Und die. Was ist denn das für ein Sound hier? Das ist oben wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Ja, ich glaube, mit der Axt ist besser. Jo. Ich meine, auch die Betten waren nicht schlecht. Da können wir auch was mitnehmen. Oh ja, quite a few Leichen. Na ja, gut, geht. Ach nee, warte mal. Den Baseball-Bat werden wir jetzt mal hier nicht benutzen. Da waren noch mehr von diesen, diesen Heavy-Zombies, nenne ich sie jetzt mal. Meine ich jedenfalls. Mal gucken. Hier ist nichts sonst. Nur hier oben. Und da ist. Also, kannst du nochmal looten. Komm ich da ran. Sorry, lass mal drin. So ist die Idee. Okay. Wie weit bist du? Oh, hast aber schon gut Arbeit gemacht, mein Freund. Ja. That was good. Good, good. Dann machen wir hier noch die Geschichte leer. Ja, hervorragend. Ach, guck mal hier. Schön. Bisschen hell, ich weiß, aber ist gleich wieder vorbei. Okay, den Scheiß lasse ich hier. Den Scheiß lasse ich hier. Ach man. Nur wieder Mist mitgenommen. Lederponcho Modify. Sieht doch erstmal nicht schlecht aus. Können wir irgendwas hier lassen? Chrysanthemium und. Ja, den Scheiß lassen wir hier. Sonst noch ein paar Gläser. Irgendwie Holz? Nee. Und das Sandwich. Okay, das sieht ja schon mal besser aus. Gut, hier geht's nach oben. Und hier wird's nochmal ludig. Schöne Ding. Womit fangen wir jetzt hier am besten an? Mit einer Axt. Was hat ihn jetzt kaputt gemacht? Was? Achso. Wow. Rocket Launcher Parts. Ein Iron Spear in lila. Und die Leute drehen wieder durch. Ja, lila. Scheiße. Scrap, scrap. Weg. Scrap. Mitnehmen.
Mitnehmen. Ach ja, eine lila Eisensphäre. Ich würde es halt nicht benutzen. Scrap. Scrap. Und weg. Da würde ich gerne ihn essen jetzt. Einfach, weil ich mich freue darüber. Wegen der Wellness, ihr wisst. kann man mitnehmen, gut. Noch ein Beaker, Leute. Noch ein Beaker. Ansonsten, das ist alles Klatsch hier, ne? Das trinke ich mal. Was Interessantes noch. Oh, oh, oh. Extreme temperature has given you 10 degrees. Resistance. Nice. Gut. Lila. Pink. Whatever. Schon wieder 18 Uhr. Ich hab mich schon wieder verlootet. Die würde ich gerne mitnehmen, die Parts. Dafür werde ich sogar. Ja. Und die würde ich auch gerne mitnehmen. Dafür werde ich das hier lassen. Und ich werde das nicht scrappen. Dafür lasse ich aber blaue Farbe hier, glaube ich. Weil ich werde es hier nicht benutzen. Oh. Fuck. Okay, essen. Ja. Medizin. Achso, Schematics. Das ist ja wert. Ach, ja. Ah, wobei, wir könnten ihn. Wir könnten nochmal lernen für nochmal ein paar XP-Punkte. Ja, geil. Dann ist jetzt nur noch die große Kiste. Scheiße. Ich glaube, wir machen jetzt so. Wir packen einmal kurz aus. Oh, schwarz. Das würde ich gerne, das finde ich interessant, aber das können wir auch gleich uns holen. I love Herr Neumann. Das ist irgendwie die Aussage, sage ich jetzt mal, die stehen bleiben kann. So, schnell mal. Oh nein. Das ist schwierig. Habt ihr schon offen gemacht? Nee. Hier ist offen. Sehr gut. Na komm. Was ist. Oh, ehrlich. So. Das war gut. Bam, 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 bam. Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel Zeug, weil ich jetzt hier nach Hause trage. Sehr viel Zeug. Fett. Warte schon mal. Bücherregal waren hier doch nicht, ne? Da, ah, schade. Okay, dann schnell mal noch die große Kiste looten. Noch nicht reingeguckt. Schnell, schnell, schnell. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht gut, dass so viele. Dafür war ich jetzt echt. Naja, okay. Dann können wir das auch leer machen, ja. Gut. Der Rest ist doch quasi egal. Ja, lassen wir so stehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten. Nee, Quatsch. Und alle so. What? Ich glaube, wir haben hier alles. Ja. Lass abhauen, die Scheiße.
kurz nochmal gucken, was hier ist. Bisschen essen. Den Zink nehmen wir noch mit hier. Nichts. Hier nochmal. Nichts. 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 Ja, hier willst du nur Essen nehmen oder so ein Kram. Moment, was ist das? Plant these seeds to in dirt to grow a tree. They may grow in the desert to prefer more fertile ground. But do prefer more fertile ground, ach so. Aber was ist das denn für ein Block? Hitpoints 10. Tja, also nicht Block, sondern hier. Das ist dann. Ah ja. Hunde? Sagt er? Was ist das denn? Hm. Nehme ich mit einfach. Du brauchst doch ja nicht hier. Ich bin doch hier draußen. Bin doch hinter dir, Mensch. Du bist doch gar kein Hund. Du bist ein Wolf, Mensch. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Was machst du denn? Okay. Einmal. Raus mit dem Scheiß. Scheiße. Gut. Erstmal ist ja nicht schlecht. Wo bin ich da? Jetzt, dann fahren wir jetzt nochmal zur Bank. Immer runter die Straße und kurz vom Ende rechts hoch. Geil. Also wirklich so ein bisschen schneller. Nur so ein bisschen schneller. Ich meine, das haben die wahrscheinlich auch gemacht wegen PvP und. Das ist schon eine Art Balance-Geschichte, warum der nicht so schnell ist, aber ich finde ich nicht so gut. Ah, hier ist unsere Bank. Ja, finde ich nicht so gut. Kann ruhig. Ja, zumindest ein bisschen, ne? Was haltet ihr davon? Sagt mal, schreibt mal gleich mal was rein. Noch ein Stück. Seht ihr wahrscheinlich ähnlich. Können wir nicht anders vorstellen. Vor allem, weil er so schreit. Als wenn er gleich. Ne? Hier ist die Ende, oder? Ja. Chaos Classic. Hier gibt's nochmal. Im Theater, ob es da was gibt. Poppenpilz. Und da ist die Bank. Hier schauen wir jetzt mal rein. Fuck, was auf die Zeit. Es ist schon wieder voll. Okay, man muss. Oh, hier. Nicht gegen mein Auto. Schon tot? Ah ja. Ich glaube, das geht, wa? Wenn er jetzt hier. Ja, und das dürfte ihn. So,
Darf ich mal Hallo sagen? Sieht ganz so aus. Den brauche ich nicht. Hier ist ein Tisch. Dann nehme ich nur das mit. Ich nehme jetzt gerade mal nur das Nötigste mit. Wenn ich recht habe, dann hat... Diggi! Are you kidding me? Ah, schon krass. Man merkt schon, der hat auf jeden Fall einen gewissen Armor. Und deswegen hält er hier auch 3 Schüsse aus. Beziehungsweise es macht Bonk. Bonk. Bello. Okay. Ja. Das ist so nichts. Okay. Schon wieder komplett neu für mich. Das schnuppert nach einem Spezial. Touchdown, Herr Neumann. Touchdown. Ich habe irgendwelche Trigger da gefühlt. Wir müssen uns mal kurz hier. Von wo? Ach man, wie blöd, dass ich immer mit Schrotflinte draufballer. Hier ist noch ein Safe, okay. Die kommen jetzt von außen rein, kann sein. Ich geh mal runter. Ah ne. Waren da noch drin? Brass waren da drin, okay. Ich lerne jetzt für die XP. Die paar Schäkel, die verkaufe ich nicht. Also extra jetzt einen Platz dafür reservieren. Viel zu viel. Auch lustig. Ich wäre jetzt glatt dadurch hier. Ich hatte überlegt, ob der Zerschredder jetzt da. So, hier werde ich aber nicht mehr finden, glaube ich, ne? In den Dingern. Always look on the bright side, Lasermod. Dadant. Nice. Die kommen mir, schaffen die nicht. Schaffen sie nicht, hier runter zu kommen. Probieren wir mal. Zeit ist eh knapp. Oder andersrum, es ist schon zu spät. Wir sind schon in der Falle. Alles klar. Tatsächlich ist da denn nichts mehr hinter. Außer die hatten wir jetzt schon. Lila Militärboots. Die will ich jetzt mal nicht kaputt machen. Die wird man nicht kaputt machen. Splints brauche ich auch nicht. Heike noch. So.
Nochmal zum Lernen? Nee. Na, was ist denn jetzt? Ich warte. Ich würde noch gerne den Mod mitnehmen. Und die? Ja, die eigentlich auch. Was hatten die? Light Armor. Die hat 12 Heavy Armor. Hm. Ach ja, ich habe keine Ahnung. Wir hauen ab. Gucken, wie wir die jetzt hier. Das, ich glaube, das war's, ne? Ja. Nee, war schön. Auf jeden Fall lohnt. Schön, wer kaputt gemacht, ne? Ah, ich bin der Beste. Hast du dir gedacht, du? There's no room in hell. Repair ist nicht. Okay. Nicht ein Bücherregal. Schade. Hallo. Okay, ein paar Plätze können wir machen. Die könnten wir eigentlich scrappen. Die auch. Weg, weg, weg. Fort Steel, fett. Quite a few Fort Steel. Das sieht da schon wieder hervorragend aus, oder? Aber Inventar ist noch nicht komplett voll. Also, was tun wir jetzt noch? Echt? Oder so. Achso, ein bisschen Wasser noch. Ja, ja. Poppenpilz. Ne, der hat nur Dings da. Ich brauche keine Medikamente. Den wirkt zulassen noch. Und, ah ja, hier gibt es wieder Girls, Girls, Girls. Girls, Girls, Girls. Schön noch einen Reifen, jawohl. Gut. Wobei, wir könnten hier mal kurz außen rum, ob wir nicht irgendwie auf dem Dach noch was Schönes finden. Ganz kurz mal eben. Und hier ist auch so viel Müll, Alter. Im Müll findet man, ich habe die besten Sachen schon im Müll gefunden. So viel Müll. Müll, 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 Müll. Vor allem eine Bank mit Drive-In-Schalter oder was soll das sein? Gibt's das in Amerika? Gibt's das in Deutschland auch? Kann mich nicht erinnern. Ein schöner Auger. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Machen wir so. Machen wir so. Packen wir weg. Jawohl. Tatsächlich so gedacht, dass man hier rauf kann. Halt, ich hab's gesehen. Mist, Herr Neumann. Dankeschön. Die wollen, dass ich da rein gehe, oder was? Mal, ey, da ich viele Biker jetzt mittlerweile. Kann ich noch ein paar. Ja, aber. Hier ist noch eine Tasche. Oh, that's it. Das war's. Gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause, meine Damen und Herren. Dann fangen wir an der Butze noch zu arbeiten. Und
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen oben da, ein Abo ist auch immer geil. Wer abonniert, ist ein Freund. Und Freunde sind hier gerne gesehen. ja, ich freue mich auf euch. Ich sage herzlichen Dank und ich winke. Bis dahin. Tschüss, tschüss.